Das ist immer wieder in der One Week Happy Man Time. Und wir haben gerade wahrscheinlich 4 Minuten unseres Videos verloren. Hurra! Ihr habt nicht viel verpasst, wir sind nur nicht gegengesehen. Ich wollte gerade sagen, was ihr verpasst habt, ich habe eine Schatztruhe eingesammelt. Ich glaube Schatztruhe Nummer 19, nee, Schatzkarte Nummer 19 bei 4 Augengriff. Bei 4 Augengriff. Und den Rest haben wir gesegelt und naja, wir segeln jetzt noch weiter. Weil mein nächstes Ziel ist diese Insel. Welche auch? Läuft gerade ein Link's Awakening Let's Play. Ja, mit Zuhörern, aber ohne Zuschauer. Denn wie soll man zuschauen, wenn er nichts aufnimmt? Ja, was die Zuschauer können von selbst herausfinden, wo ich gerade bin. Weißt du, das ist halt ein Let's Play zum selber spielen. Ich liefere nur die Kommentare. Das ist vollkommen neu, das hat noch niemand gemacht, weißt du? Das stimmt wiederum. Ich glaube, du bist gerade im ersten Tempel. Nee. Schade. Aber in einer Höhle. Das stimmt, ich bin gerade dabei, den Pilz einzusammeln. Ah, okay. Ich weiß nicht mehr, welcher Pilz das ist. Ah, doch, doch, ich weiß, welcher Pilz das ist. Ja. Pilzige Pilz, man nimmt das Ding überhaupt noch auf. Ja. Dass du gerade gegen eine Wand redest. Ey, komm, ich hab doch vor 4 Minuten gegen eine Wand geredet. Beziehungsweise habe ich nicht gegen eine Wand geredet, aber das ist ja verloren gegangen. Nee. Ich habe eine Schlummermauer geflüchtet. Ja, für dich. Good for you. Finde ich auch. Jetzt muss ich den ganzen verdammten Weg zurücklatschen. Da ist die Isla Stalag. Ist das die Isla Stalagmita? Nee, das ist die Zephyrinsel. Isla Stalagmita war hier unten. Irgendwo. Ah, da ist sie. Stalagmitika. Oh no! Ja, wir sind am Segeln. Immer noch. Also ich hab gerade 4 Minuten Segeln verpasst und wir sind immer noch dabei. Mhm. Schätzt euch glücklich, Leute. Schätzt euch glücklich. Egal, die nächste Insel ist die Insel, zu der wir als nächstes hingehen. Ist das nicht toll? Nee. Du mich auch. Sieht aber nicht so aus, als wäre die irgendwie spannend. Kleine, runde Insel oder so. So ein Motor haben wir eigentlich gerade. Fast halb mal. Merk gerade jetzt, dadurch, dass hier Link's Awakening auf dem 3DS zum schönen Gameboy-Rahmen haben kann, könntest du eine richtige Virtual Console draus machen, wenn du jetzt auf dem Touchscreen noch die Bedienelemente einblendest und dann sie bedienbar machen würdest. Und wir sind auf der schimmernde Sichel? Das ist ein scheiß Name für die Insel. Ich meine, auf dem Touchscreen ist eh nichts, was dargestellt wird. Hier steht so ein komisches grauer Kasten, wo steht hier berühren, um das Virtual Console Menü aufzurufen. Und darunter zurück zum Home Menü, Home Knopf. Ich überfahre einen Hai. So, schimmernde Insel. Sichelmondinsel. Hey, hier ist einfach eine Und zwei? Ich betone zwei Blutschutz-Channels? Diesen. Elektrisieren. Was haben wir hier zwei? Ach ja, was der Typ da, was der Fisch da gerade gesagt hat, heißt wahrscheinlich, dass hier bei Vollmondnächten das Geisterschiff ist. Gut zu wissen. Ach Quatsch. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Ah, jetzt schießt du Gegner weg. Wenn ich volle Lebensenergie hätte, würde ich das tun, ja. Oh. Hab volle Lebensenergie gefext, wenn du das hast. Dann nochmal. Okay, Gegner schießt, weg. Tschüss. Dankeschön. Oh, da hinten ist ein. Da hinten. Ist das dein. Ja, es ist dein. Karaboom, 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 Karaboom. Submarine! Wolverines!
Yellow Submarine. Ist das jetzt Mother 3? Well, got anything in the against Mother 3? Hä? Mother frickin' 3? Der weiß schon was mit Mother 3. Hä? Der weiß schon was mit Mother 3. Ja. Wie geht dieser Song Yellow Submarine? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe einen Laser gelöst! I'm not kidding, that's smart, so sure as hell I'm going to kill that kill the frame rate. Yay! Oh, verdammt. Ich habe nicht genug Zeit, um meine Attacke aufzuladen. Tell you! Oh, verdammt. Geht doch weg, ihr alle. Eine Schatzkarte. Eigentlich hoffe ich, dass ich viel mehr Herzteile bekommen habe. Irgendwie bekomme ich keine. Wenn mir fehlen noch. Ja, Kopfrechnen ist eine Kunst. 24. Nee, warte. Ja, ich am Kopfrechnen. Geht eigentlich. 31 fehlen mir noch. Fassen, mir fehlen noch 31 Herzteile. Schwer. Oh, unfassbar! Pretty much. Na, na, und deswegen geht weiter. Nachdem die Insel auch abgeschlossen ist. Weil irgendwie gab es ja nichts Besonderes. Und da sehe ich so ein paar Brocken, was bestimmt als Insel verkauft wird. Müsste hier nicht irgendwo auch so ein Octopus sein? Habe ich dafür nicht eine Karte? Ah, keine Karte. Nein, habe ich nicht. Schade. Wow. Die Übersetzung angepasst in dem Spiel. Ehrlich? Jo. Wie dann? Der Kompasstext ist kürzer. What? Ja, normalerweise, das Ding macht dort mal auch aufmerksam, dass jetzt 9999999999 der Kompass zeigt dir jetzt auch durch ein akustisches Signal an, in welchen Räumen sich versteckte Dinge befinden. Ist es nicht geil? Ja, gut. Ja, mittlerweile ist das nur ein kurzer Satz. Schön. Guck mal, ein paar Aussichtstürme, die können wir jetzt kaputt machen. Haben die gar keine Kanonen? Haben wir keine Kanonen. Das Wichtigste ist halt dieses 9999999999, das fehlt. Naja, ist halt nicht mehr 9, ne? Ja. Ich sehe den Fisch! Fischig. Smells fischig. Was soll ich gerade sagen? Bestimmt eine fischige Angelegenheit. So, was haben wir hier? Oh, Rogue. Wenn ihn klassisch. Jetzt 20 Rubin gefunden. Ja, toll. Diese volle Scheiß. Stand das da so gerade? Also nicht so wirklich hochwerten? Das stand nur da toll. Das kam für mich als Rubin, toll, volle Scheiß.
Das muss ich noch nicht. Hab ich auch gerade gefunden. Guck mal, noch ein bisschen. Schnabel aus Stein gefunden. Wow. Super, herzlichen Glückwunsch. Danke. Du hast deinen Schnabel aus Stein gefunden. And I'm actually making progress here. What? No way. Du lügst. Hey, zwei Würfel drauf, wer hat das gedacht? Oh, jetzt zweites bekomme ich eine Goldfeder. Natürlich lohnt es sich nicht. Ah ja, was machen wir nicht alles für die ein, zwei Zuschauer? Es ist doch nur einer. Okay. Also kann ich leben. Ah, wo bist du? Wo bist du? Wir schauen gerade auf die aktuellen Umfrageergebnisse, die ich abrufen kann, weil wir diesen ganzen Kram auch in einen Zug aufgenommen haben und ich den Zug hochgeladen habe. Wait, what? Genau. Aktuelle Umfrageergebnisse? What the hell are you talking about? Genau das. Meine Thema, what the hell are you talking about? Geheimprojekt. Kann ich drüber reden. Oh mein Gott, Secrets! Secrets Breaker. Ja, und hier eine spezielle Schatztruhe drin und wir sind hier eine Schatzkarte ohne ein Herzteil und es ist eine Schatzkarte. Überraschung. Ja, Surprise. Mir fehlen ja auch noch einige. Obwohl ich schon überraschend viele habe. Oh. Kompass! Wait, what? Ah ja, stimmt ja. Ich muss den legendären Kompass-Stampfer machen. Au. Gotta do it. Schatzkarte 16. Ich mach den Capri Sun und sterbe beim ersten Runde. Hells yeah! Ha! Erwischt. Capri Sun hat Link's Awakening gemacht? Capri Sun hat Link's Awakening gemacht? Keine Ahnung. Capri Sun wurde bei New Super Mario Bros. Wii beim allerersten Goomba erwischt. Ah ja, stimmt ja. Hast du dir aus Super Smash Bros. Angeguckt? Jo. Ich nur bisher nur zur Hälfte. Ist Smash Bros. Nicht noch ein Video? Ja. Aber zur Hälfte eben. Ich habe mir 12 Minuten angeguckt. Da hatte ich irgendwie keinen Bock mehr, weil es immer nur 1 gegen 1 ist, das finde ich doch irgendwie doof. Ich glaube, am Ende kämpfen sie auch mal gegeneinander. Ah, oh, schön. Auf der Karte sieht man, wo das Geisterschiff gerade ist? Geil, oder? Alter, helfen die einem! Hier ist noch eine Karte, die voll der Herzteile sind, also... ist das Spiel echt doof. Need bombs badly now. Wie ist der Fisch so schnell da hingekommen? Ich hab gar nicht aufgepasst. Wie heißt die denn, auf der wir gerade sind? Isla Ursa Major, okay. Ach so, okay. Die Insel des großen Bären? Ja, die Steine sind so angeordnet wie das Sternzeichen. Aha, clever. Ja, sehr clever, aber bringt das? Bringt diese Insel irgendwas? Hat die irgendeinen Nutzen? Ich sehe nämlich nicht mal irgendeinen Ort, wo man überhaupt irgendwie was machen könnte. Jetzt also mal ehrlich nicht. Ich sag dann einfach mal nein. Oder ich schieße die Vögel ab. Oder. Miniboss Time! Mach ich irgendwas hier? Eigentlich will ich nichts verpassen, aber. Sieht echt so aus, als könnte man hier nichts machen. Also der Miniboss war ja mal echt schwach. Aber die Taktiken funktionieren immer noch. Ja, ich mach die Vögel hier platt. Was? Ich weiß nicht, ob die Sinn so irgendwas bringt. Sie bringt nichts. Egal, aber diese Vögel werde ich dann ja, in der nächsten Folge platt machen, denn wir haben keine Zeit mehr. Ha, es sehe nicht schön und so schnell geht die Zeit schon wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge von der Wind Waker. Die Hintergrund. Ich bin Erso im Hintergrund, mein Bruder Alana. Bis dann.